1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 verschiedene Booster. Unboxing. Ab geht's. Und damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Und heute gibt es, wie ich letztes Mal euch versprochen hatte, 10 verschiedene Booster, die ich heute öffnen werde. Ich zeige euch mal alle verschiedene. Champions League haben wir wieder am Start. Tops, Match Attack 16-17. Dann, ihr kennt ja diese Kärtchen, Eishockey-Karten 14-15. Da ist eine Karte drin, ist ein Promotion-Pack. Haben wir mal im Mail-Debüt bekommen von Erik. Dann FIFA 365 Premium. Mega Quack 16-17. FIFA 365. Champions League 14-15 Euro. Road to Euro. Trash-Pack und Inazuma 11. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Inazuma 11 an. Dann Road to Euro. Dann FIFA 365 Premium. Dann Eishockey, dann Euro, Trash Pack, Champions League, nochmal Champions League, FIFA 365 und zum Ende hin Mega Quacks nochmal. So, wir fangen mal an, die Booster lasse ich hier oben liegen, dann seht ihr immer, was als nächstes kommt, Road to Euro. Erster Booster, Inazuma 11. So, hier haben wir Kevin Dragonfly. Hier bitte wieder fokussieren. Dankeschön. 200 Striker. Plus 300, 600 plus Kevin Dragonfly. Earthquake. Josh Spear. Maddie Moonlight. Ken Fuhren. Und Josh Spear als Powerkarte. Als erste Rare-Karte hier. Oh, und wir machen weiter mit dem zweiten Booster, Road to Euro. Das ist auch schon ziemlich oder mehr interessanter als die Inazuma 11 Karten, oder? Aber wir steigern uns ja, FIFA 365 Premium und am Ende nochmal ein schöner Mega Quacks Booster. Champions League haben wir auch noch am Start, also mega nice Nyland. Leute, wollt ihr, dass ich nächstes Mal, ja, 15 verschiedene Booster ist schwierig. Ist sehr schwierig. 15 verschiedene Booster. Ha, Chipchiu. Marcelo Brozovic. Kroatien. Oh, Lineup-Karte der Franzosen. Mit Lacazette, Paul Pogba, Digne, Gabaye, Varane und Umtiti ist das. Ja, ist, ich glaube schon, ne? Umtiti ist das. Und Burak Yilmaz und Thibaut Courtois. Nächster Booster, FIFA 365 Premium. Lange nicht mehr geöffnet und wir ziehen folgende limitierte Auflage. Alvaro Morata. Juan Jesus. Esteban Campiasso. Hector Herrera. Bender, Salam, Ruiz, Vargas, D'Alessandro und Neymar. Neymar-Pack. Oh yeah, Hashtag Neymar-Pack. Das waren die FIFA 365 Kärtchen. Dann kommen wir zum Eishockey Pack. Da ist ja eine Karte nur drin. Leider. Und hier haben wir folgenden Spieler. Das ist Martin Majric von den Dornbirner Eishockey Club. Eishockey Club. Dornbirner Eishockey Club. Hier hinten noch die Fakten drauf, wo er gespielt hat. Angefangen bei Salzburg, der Herr Majric. So, das war der Eishockey-Booster. Euro. Oh, Top-Spieler Marco Verratti. Next Generation Hüsey und Ayeti. Mario Götze, Christian Fuchs, Nemec und Grigore. Grigore und wir kommen zum Trash-Check-Booster, Leute. Kennt ihr diese Kärtchen? Sind teilweise ein bisschen lustig, teilweise eklig. Aber seht selbst einfach. Eine Spielanleitung brauche ich nicht hier. Zack, weg damit. Käsefußwonne. Achtung, Mülltonne. Oh, ups. Käsefuß. Hä? Zweimal die gleiche Karte. Was ist das denn für ein Fail hier? Schwundhund. Na, so ein widriges Köterchen. Genau.
Was ist das hier schon wieder? Ich wollte schon sagen, schon wieder die gleiche. Nein. Schleimschlage. Was glitscht denn da im Gras? Mistosaurier, wo kommt der denn her? Und zu guter Letzt Wrackhuhn. Kaputt, putt, putt. Putt, 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 putt. Das waren die Trashback-Garten. 4 Booster haben wir noch. CL 14, 15. Wir beginnen hier mit Zoran Dosic von ZSKA Moskau. Moskau, oh yeah. Emre Can, Philipp Lahm, Raheem Sterling, Zlatan Ibrahimovic. Eigentlich müsste ich jetzt das Unboxing beenden, weil wir haben Zlatan gezogen. The King, the one and only, Alessandro Florenzi. Haben wir da noch drin gehabt. Dann Champions League 16-17. Auch eine verdammt geile Serie in meinen Augen. Nolito, Manchester City, Nabil Fekir, Guedes, Denzel, Olcay Zahan und Real Madrid Clubkarte. Und wir nähern uns so langsam dem Ende. Vorletzter Booster FIFA 365, die normale Serie, wo eigentlich immer nur eine Powerkarte drin ist. Perez, Kurczarczyk. Und hier ist sie, nein ist sie nicht, Gary Cahill, hier ist sie, oh, noch eine extrem starke, 100 Defense, Defensive Lineup von Atletico mit Juanfran Godin, Jimenez und Felipe Luis, Leftzug und Keylor Navas. Zack, und hier habt ihr wahrscheinlich drauf gewartet, weil die Serie ist echt geil, genauso wie die spanischen Sticker, obwohl ich die spanischen Sticker noch geiler finde als die Karten. Hier haben wir Cancelo von Valencia, Costa, Ramos, Ruben Pardo, Antoine Griezmann und Arda Turan Griezmann. Mega nice, den Typen feiere ich ja, den Antoine Griezmann, Leute. Oh yeah. Und das war's, Leute. Das waren 10 verschiedene Booster. Mir hat sehr gefallen, also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Weil anhand der Bewertungen sehe ich halt, dass es euch gefallen hat. Vielleicht schaffen wir ja hier auf dieses Video, ja sagen wir mal, über 50 Daumen. Und dann mache ich sowas demnächst nochmal. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. In der Mitte könnt ihr mich jetzt abonnieren, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Kostenlos natürlich abonnieren. Rechts daneben findet ihr nochmal die letzten 2 Videos. Könnt ihr einfach raufklicken und dann gelangt ihr zu den Videos, beziehungsweise zu den einem Video, wofür ihr euch entscheidet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi.